Was haben diese Haare, dieser Fisch und diese Süßspeise gemeinsam? Vielleicht hilft ja die Weisheit der vielen. Nanu, was haben denn diese Bilder gemeinsam? Die Farbe ist gemeinsam so. Ach, die Farbtöne, ja. Die Farbtöne. Alles ist gelockt und alles ist gewellt. Ja, das sieht aus wie so ein Windbeutel. Da wird wohl ein Profi gebraucht, einer wie Johannes. Was die drei gemeinsam haben, ist auch klar, sind alles Schillerlocken. Johannes ist 12 Jahre alt und Schiller-Experte. Er geht aufs Schiller-Gymnasium und wohnt in der Schillerstadt Weimar. Er weiß einfach alles über den Poeten aus dem 18. Jahrhundert. In diesem Haus lebte Schiller mit seiner Familie die letzten 3 Jahre seines Lebens. Bei Schiller zu Hause ist Johannes in seinem Element. Der Originalschreibtisch des Dichters, für ihn ein magischer Ort. An diesem Tisch schrieb Schiller seine letzten beiden Stücke, Die Braut von Messina und Wilhelm Tell. Schiller war am Ende seines Lebens sehr krank. Damit er keinen weiten Weg vom Bett zum Schreibtisch hatte, stand er im Bett im Arbeitszimmer. Johannes liebt nicht nur diesen historischen Ort, sondern vor allem die Werke des Dichters. Lesen ist einfach seine Leidenschaft. Ich lese sehr viel. Manchmal bis zu 2 oder 3 Büchern am Tag. Das Kind liest, ob es steht, ob es liegt, ob es sitzt, beim Essen, beim Zähneputzen. Tja, wenn's doch so spannend ist. Herr Schiller hätte dafür bestimmt Verständnis, denn gelesen hat der Dichter auch sehr gerne. Am liebsten hier, in der Anna-Amalia-Bibliothek. Genau dort habe ich mich mit Johannes verabredet. Ich höre ihn schon. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Oh, du bist schon wieder im Schillerfieber. Hallo. Hallo Johannes. Kai. Das war aus? Schiller, die Glocke. Ja, was war das früher hier, weißt du das? Es war die Arbeitsbibliothek von Schiller. Also hier hat Schiller gearbeitet, wenn er was zum Nachschlagen brauchte. Ah, okay. Bücher gibt es hier wirklich mehr als genug. Allein im Rokoko-Saal sind es 40.000, teilweise über 400 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob Schiller alle Bücher gelesen hat hier. Aber vielleicht hat er mal reingeschaut. Wie viele Bücher hast du zu Hause? Puh, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber viele? Ja. Schon. Studiert haben hier übrigens Goethe, Herder und natürlich Schiller. Kennst du irgendeine Ähnlichkeit? Gerade nicht wirklich. Ich sehe vielleicht nicht aus wie Friedrich, aber dichten kann ich. Im Schloss Belvedere, gleich um die Ecke, starten Johannes und ich ein Poetry Battle. Hey du junger Schiller, wärest du bereit für einen kleinen Dichterwettstreit? Immer doch. Hier sind deine Begriffe, mein Freund. Und hier sind deine. Was? So schwere Sachen. Aus Taucher, Handschuh, Wallenstein, Armbrust und Kranich soll ich was dichten? Naja, Johannes' Worte sind Apfel, Schiller, Freiheit, Räuber, Tyrann. Auch nicht gerade leicht, aber das packe ich doch locker. Herr Armbrust von Burg Wallenstein, der wollte gern ein Taucher sein. Der Kranich lachte, die Armbrust krachte. Der Handschuh fühlte sich doch sehr allein bei Herrn Armbrust auf Burg Wallenstein. Jetzt Johannes. Wenn ich werde immer stiller, oh, dann denke ich nur an Schiller. Wie er besiegte den Tyrann und die Freiheit, die gewann. Apfel, Nüsse, Mandelkern, essen auch die Räuber gerne. Jetzt bin ich in Fahrt. Wow, Goethe schrieb einen Brief an Schiller. Ich suche meinen Tintenkiller. Schiller schrieb zurück an Goethe. Ich habe hier nur deine Flöte. Nach so viel Kultur brauchen wir Action. Jetzt gibt's voll ein auf die Glocke, Johannes. Ja. Und zwar beim Torwandschießen. Das sind deine ganzen Kumpels? Das finde ich super. Ah! Der war knapp, knapp vorbei. Geht doch. Jetzt kommt die Hauptchallenge à la Schiller. Wer trifft diese Glocke? Die ist wirklich mini. Was ist das Motto?
voll auf die Glocke. Der Ball will einfach nicht rein. Und bei Johannes? Na klar, der erste Schuss sitzt. Johannes ist Sport- und Dichtkunst zugewandt. Den Sieg hält er vielleicht schon in der Hand. Ich sag's mit Schillers Worten. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.